Ihr bekommt jetzt hier oben auf den Cube von mir Felder gelegt. Felder, die Nerdwissen bedeuten. Da sind so Sachen dabei wie WrestlerInnen, Pokémon-Elemente im Periodensystem, Podcast Top 200, deutsche Biermarken, ÖPNV-Stationen aus einer Stadt eurer Wahl, Formel-1-Weltmeister, Sex in the City-Charaktere, Dschungelcamp-KandidatInnen. Wie funktioniert dieses Spiel? Ganz einfach. Ihr schreibt jetzt gleich euer Fachgebiet auf. Und dann beginne ich eine Versteigerung. Ihr habt diese Täfelchen bei euch liegen. Irgendwann geht eine von diesen Täfelchen runter. Und dann bleiben nur noch zwei übrig. Dann mache ich weiter. 6, 7, 8. Dann geht die nächste runter. Und die Person, die am längsten oben hält und sagt, ich kann am meisten von den Dingen, die gesucht werden, in dieser Kategorie aufzählen, die bekommt den Zuschlag. Es gibt für all diese genannten Namen oder was auch immer es sind oder Stationen oder was auch immer, nur einen Punkt in Summe. Wir checken quasi nur euer Nerdwissen und sagen, ihr könnt 25, top, die wollen wir jetzt hören. Ihr schafft 25, dann gibt es einen Punkt. Und wenn ich sage, die sind auch alle richtig, braucht es natürlich eine Instanz, die kontrolliert. Dafür können wir einmal ganz kurz mein fabelhaftes Team zeigen. Einen kleinen Applaus bitte für die oder auch einen großen. Die haben ein Pad, werden alles nochmal sofort gegenchecken von dem, was ihr sagt, weil Nerdwissen immer so speziell ist, dass man das durchaus nochmal live gegenchecken muss. Und egal, was ihr jetzt aufgeschrieben habt, wir fangen an mit der Versteigerung. Wer gibt mir einen Namen oder einen Begriff? Zwei, bekomme ich zwei. Zwei sind gegeben. Alle haben zwei, bekomme ich drei. Wer gibt mir drei? Drei geben alle vier. Vier. Vier zum ersten, zum zweiten fünf. Wer gibt mir fünf? Ich höre sechs. Ich höre sieben. Höre ich acht. Ist jemand mit neun? Wow. Neun Begriffen. Zehn. Zehn. Wer überbietet zehn? Elf. Ich sehe elf. Ich sehe zwölf. Ich sehe 13. 13 Begriffe. Mark Forster steigt aus bei 12. 13 Begriffe für Anke. 13 für Ricardo. 14. Wer gibt mir 14? Wer gibt mir 15 Begriffe? 15 Begriffe von Ricardo und Anke. 16. 16 Begriffe. 17 Begriffe. 18 Begriffe. Oh. 19. Leute. What? 20. 21. Hä? Ihr müsst wissen, das müsst ihr auch wirklich können. Ne? What? Aber 22. Was? 23. Wer gibt mir 24? 24. Anke, hältst du noch hoch? Bist du noch dabei? Ja, 24. Aber ich bin so ein bisschen unsicher. Man ist hier immer viel 25. Ricardo wirkt sehr souverän. 26, 27, 28. Okay, bei 28 geht Anke raus. 29. Zum ersten, zum zweiten, zum dritten. Verkauft an den jungen Mann mit dem schwarzen Jackett und dem Diamantenoberteil. Ich liebe es, dass du es Diamantenoberteil nennst. Herr Simonetti, jetzt bin ich gespannt. Ich komme rum, ich möchte einmal kurz auf deinen Monitor hinten schauen dürfen. Was ist der Fachbereich, den du dir ausgesucht hast? Wenn du jetzt sagst Formel-1-Weltmeister, weiß ich gar nicht, ob es so viele gibt, aber... Sex and the City. Wow. Also ich will jetzt nicht sagen, dass Hochmut vor dem Fall kommt, aber das könnte der Moment sein, auf den ich mich mein Leben lang vorbereitet habe. Sehr gut, sehr gut. Was haben wir gesagt? Ich habe schon wieder die absurde Zahl vergessen. Waren es 28 oder 29? 29. 29 Charaktere. Gibt es überhaupt nicht so viele Charaktere? Doch. 29 Charaktere aus Sex and the City. Ricardo. Okay. Also, Carrie Bradshaw, Miranda Hobbs, Charlotte York, Samantha Jones, Richard Wright, Jerry Jarrett, aka Smith Jarrett, Steve Brady, Brady Hobbs, Harry York Goldenblatt, Rose Goldenblatt, Lily Goldenblatt, Alexander Petrovsky und seine Tochter Chloe Petrovsky. Wie viele habe ich bisher? 13. Stanford Blatch, Anthony Marantino, Enid, die Chefredakteurin, ihre Redakteurin bei Vogue, die hat nur einen Vornamen. Phoebe, gespielt von Gary Halliwell. Unnamed Hollywood Executive Producer, gespielt von Sarah Michelle Gellar. Es gab Cameo-Auftritte von Heidi Klum, Matthew McConaughey und Lucy Liu, die sich selbst gespielt haben. Wie viele habe ich? 70 oder irgendwie sowas? Sekunde, wir sind alle gerade baff, wir müssen kurz nachzählen. 21 sind wir, wir brauchen Wie viele fehlen mir noch? Acht. Acht. Bitsy van Mufflingen, ein Charakter, der very underrated ist.
Aiden Shaw, Jack Berger, Maria Reyes, die lesbische Geliebte von Samantha, wichtig. Wie viele fehlen mir jetzt noch? 25 haben wir, 29 brauchst du 4. Victoria, gespielt von Jennifer Coolidge, die Handtaschendesignerin. Capote Duncan kommt in der Pilotfolge vor. John James Preston, aka Mr. Big. Einer fehlt noch, oder? Ja. Louise aus St. Louis, die Assistentin von Carrie Bradshaw. Okay, wow. 29. Das sind 29 Charaktere. Wir überprüfen das. Gib uns eine Sekunde. Wir müssen das einmal. Ey, Wahnsinn. Wir müssen einmal kurz überprüfen, weil wir natürlich nicht so tief drin sind. Ich höre, es sind alle richtig. 29 Charaktere aus Sex and the City. Wenn du den Punkt hast. Wie viele hättest du denn gekonnt insgesamt? Bitte? Wie viele hättest du insgesamt gekonnt? Ich hätte noch bis 40 gehen können. Aber dann wäre Schluss gewesen. Ist 40? Ja. Alter. Also ich habe nur eine Information hier stehen. Es gibt nur 43 von allen 6 Staffeln. Also es gibt in Summe nur 43. Wenn du 40 gewusst hättest, leck mir. Mein Lieblingsmoment war aber, dass du gefragt hast, wie viel brauche ich noch? 5. Bitzi von Mufflingen. Also ich will mal kurz sagen, das war mein Moment, ne? Absolut. Also an alle. Das geht ruhig mehr Applaus. Ricardo, oh, Standing Ovations. Standing Ovations. Standing Ovations, Ricardo, wenn sich das einer verdient hat in der deutschen Fernsehgeschichte, dann du. Das geht an alle bösen Jungs, die mich während meiner Schulzeit gemobbt haben. Das Sex in the City gucken hat sich gelohnt. Sehr gut, absolut. Beeindruckend, meine ich ganz ehrlich, Wahnsinn. Beeindruckend, ja. Wirklich beeindruckend. Ihr habt alle was aufgeschrieben. Wir beginnen mit der Versteigerung der Antwortmöglichkeiten. 1. Wer gibt mir eine Antwortmöglichkeit? 2 Antwortmöglichkeiten. 3 Antwortmöglichkeiten. 4 Antwortmöglichkeiten. 5, 6, 7, 8 Antwortmöglichkeiten. 9 Antwortmöglichkeiten. 10 Antwortmöglichkeiten. 11 Antwortmöglichkeiten. 12 Antwortmöglichkeiten. 11. Mark Forster steigt bei 11 aus. 12 Antwortmöglichkeiten für Anke Enke. 12 bei Ricardo Simonetti sehe ich. 13 Antwortmöglichkeiten. 14 Antwortmöglichkeiten. 15 Antwortmöglichkeiten. 16 Antwortmöglichkeiten. 17 Antwortmöglichkeiten. Ricardo Simonetti, du musst nachher zum Dopingtest. 18 Antwortmöglichkeiten. Ja, ich will nicht wissen, was da drin ist. Gehirn trinkt er da. Wie viel hast du? 18, 19 Antwortmöglichkeiten. 19 Antwortmöglichkeiten für Ricardo Simonetti, 19 für Anke Enke, 20 für beide, 20 für beide, 21, 22, 23. Jetzt gib halt auf! 23 Antwortmöglichkeiten. Gib bitte auf! Sonst muss ich wieder durch den Walk of Shame. 23, 24. Gib auf! 25 Antwortmöglichkeiten. 25, 26 Antwortmöglichkeiten, 27, 28. Geben. Warum nicht? Hallo, wir sind bei 29, aber was? Weil ich riskiere. Wie viel? 29. Oh, das sind viel zu viele. Aber warum soll ich denn? Ich habe jetzt das getan, was du mir gesagt hast, mein Meister. Ja, aber erst bei 29. So viele schaffe ich, glaube ich, nicht. Ich hoffe, dass Pokémon warum jetzt kommt. Warum tust du denn deins nicht runter? Weil ich den Punkt brauche. Also. Anke ist bei 28 ausgestiegen. Ja. Ich gebe auch. Nein. Doch. Du hast 29, du hast ihn noch hochgehalten. Es tut mir sehr leid, Ricardo. Oh Mann. Jetzt musst du 29 performen. Oh Mann. Hallo. Verkauft. Ah, Dschungelcamp-Kandidaten. Oh. Also ich, okay. Dolly Buster, Michaela Schäfer, Costa Cordalis, Desiree Nick, Kader Loth, Brigitte Nielsen, Iris Klein, die Mutter von Daniela Katzenberger. Was? L'Oreal London, Daniel Kübelberg, Matthias Manjapane. Ich gucke das gar nicht so leidenschaftlich. Ich weiß gar nicht, warum ich das alles weiß. Ja, Zufall ist es. Okay, weiß. Matthias Manjapane hätte jeder gewusst. Absolut. Ja. Wer kennt ihn nicht? Matthias Manjapane. Der Finder von Marzipan. Ja. Okay, warte, reiß dich zusammen. Larissa Marold.
Also ich schaffe noch welche, aber auf 29 komme ich nicht. Jo, auf 29 komme ich nicht. It's your turn. Gibst du auf? Ja. Ich jetzt? Nein, ich war vom Ehrgeiz getrieben, aber es hat nicht gereicht. Willkommen in der Show. Aber jetzt darfst du ja beweisen, was du kannst. Oh, aber reicht es denn jetzt, wenn Anke 16 hat? Ja, ne? Was ist die Spielregel? Nee, Anke hat 28 geraced und sie muss 28. Reicht es dann, wenn ich. Jetzt lacht er wieder. Wenn ich 10 habe, reicht es, wenn Anke das nicht schaffen. Ja, ja. Oh Gott. Jetzt muss ich. Jetzt muss ich übernehmen. Ja, Anke, du darfst ihm das Feld nicht so überlassen. Anke, was ist die Kategorie, die du dir ausgesucht hast? ÖPNV-Station, die Linie 16 von Süden nach Norden. Ah, ich dachte Dschungelcamp. In Köln, weil ich nur Bahn alles und gut. Bus fahre. Wir haben das Internet zur Verfügung, wir gehen auf Ecosia und schauen uns also an. Ich fange an im Süden. Bad Godesberg Stadthalle, Bad Godesberg Bahnhof, Flittersdorfer Straße, Wurzer Straße, Hochkreuz. Olof-Palme-Allee, Eulenhauer Straße, Heuss-Allee, Museumsmeile, Museum König. Da fahre ich jetzt nicht so oft, dann muss ich da. Dann mache ich weiter. Igelpisser. Mache ich weiter. Uedorf, Widdich. Urfeld, Godorf, Sürth, Michaelshofen, Siegstraße, Rodenkirchen, Heinrich-Lübke-Ufer, Beintalgürtel, Schönhauser Straße, Ubiering, Klotwigplatz, Ulrich-Horte-Eifel-Straße, Barbarossa-Platz, Poststraße, Neumarkt, Appellhofplatz, Hauptbahnhof. Du bist bei 28. Echt? Das waren 28. Wir checken es noch einmal ganz kurz. Ja? Okay, ich bekomme gerade die Nachricht, es ist alles richtig. Wow. 28 Stationen auf. Wahnsinn. Wirklich. Ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob ich 28 Dinge weiß. Und wirklich wahnsinnig beeindruckend, vollkommen zu Recht. Einen Punkt, Marc, abermals kannst du die Kategorie, die du als erstes ausgewählt hast, für dich behalten. Und wir wissen auch so ungefähr, wo deine Tafel gleich runtergehen wird. Aber, ich bin so im Zehnerbereich. Ihr sagt mir, wenn ihr ready seid, dann lege ich los und starte die Versteigerung für richtige Antworten. Ihr seid alle ready? Wunderbar. Wer gibt mir eine Antwort? Zwei Antworten, drei Antworten, vier Antworten, fünf Antworten, sechs Antworten. Ricardo ist raus bei fünf Antworten. Ich habe aus meinem Fehler gelernt. Fünf Antworten kriegt er zusammen. Wer kriegt sechs Antworten? Sechs Antworten, sieben Antworten, acht Antworten, neun Antworten, zehn Antworten. Gleich geht die Karte von Marc Forster unter. Elf Antworten. Zwölf. Du musst zwölf treffen und legst runter. Anke Engelke verkauft für zwölf Antworten. Jetzt wird's spannend. Du kannst gleich ziehen mit allen. Es steht sieben für Marc, sieben für Ricardo, sechs für dich, Anke. Völlig albern. Zwölf Antworten. Was guckt ihr? Was sie für eine Kategorie? Also, wir sind jetzt alle neugierig, was sie für eine Kategorie. Das ist jetzt meine Frage gewesen. Element im Periodensystem, ist sie bescheuert? Ja. Das weiß sie doch gar nicht. Die war auch ganz schlecht in Chemie. Show me what you got. Aluminium, Brom, Chlor. Ist Chlor ein Element? Ludwigplatz. Ist Chlor ein Element? Eisen, kurz FE. Bitzi von Mufflingen. Und Igelpisser. C, D, E, F, G, A, B, C, E, GH Helium Was ist so schwer? Jod, Kalium, Cadmium, Lithium. Alles mit um hinten dran. Igelpissium. Kryptonium. Natrium. Radium.
Silizium. Sind das Element? Stritium. Das sind 12 gewesen bei Silizium. Ehrlich wahr? Ich gehe schwer davon aus, wir checken gerade einmal. Ich habe nicht mitgezählt. Boah, ich kann das überhaupt nicht. Wir sind bei 12, das ist richtig. Und das heißt, die 12, die du genannt hast, sind alle richtig. Das heißt, das ist dein Punkt. Glückwunsch! Der Wahnsinn! Null der Wahnsinn! Ding. Null mein Feld. Wow. Krass. Krass. Irre. Also ich weiß gar nicht, der Rubrikname stimmt irgendwie, aber Nerd ist dann nie so positiv behaftet, wie ihr es heute gerade gezeigt habt. Ladies and Gentlemen, das war Wer nichts wird, wird Nerd.